Hallo bei einer neuen Folge des Hexers und wir sind auf dem Weg nach Ehrendorf. Das, meine Großmutter ausgeraubt. Aber die ist doch schon über eine Woche beerdigt. Ich hab sie selbst begraben. Und die Goldkronen hast du ja auch aus dem Sarg genommen. Der Fährmann wird sie nicht rüberbringen. Was ist denn hier los? Sie ist verloren und raubt mir den Schlaf. Sie wird ihn schon überreden. So ist sie im Leben zurechtgekommen, so wird sie im Tod zurechtkommen. Ah, da kann ich nichts machen. Okay. Sprich mit dem Ältesten von Ehrendorf. Wir jagen die Bestie von Ehrendorf. Wir sind in Ehrendorf. Das Dorf mit dem Auftrag. Aber es ist zu still. Nekrophagen, toll. Aalgule. Weg, Arschkropfen. Niemand da. Etwas Böses war hier. Danach sind Nekrophagen aufgetaucht. Bauch aufgeschlitzt, ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Interessant. Erster Hieb durch die Aorta, zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft. Kampflos gestorben, abgeschlachtet. Was ist hier passiert? Nekrophagen haben die Leiche zerfleddert. Die Todesursache kann ich nicht mehr herausfinden. Schwertwunden. Und Wolf spielen, ist das nicht eine... Wohlhabend. Vor allem für Wählen. Der Kopf eines Waldschrats. Mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Na nun, da ist mir wer zuvor gekommen. Ein Hexer? Schneller wieder auf. Oh, wie ich es hasse, wenn er das macht. Kleine Pistole, die kapieren wir endlich. Ich
Ich würde gern kurz meditieren. Was wollte ich sagen? Das ist doch ein DLC-Auftrag. Scheinbar war hier ein Hexer vor mir, aber hat er alle getötet? Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel. Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Verblutet. Hat eine echt gute Arbeit geleistet. Die Klinge hat die Organe getroffen. Schnitte. Flach. Aber jeder hat eine Arterie getroffen. Bolzen. Bolzen. Durchgebrochen. Was darin? Dieser Geruch. Alkohol. Bovis Arm über dem Ellbogen und abgeschlagen. Mit einem Hieb. Ein Trank. Mistgabel. Üble Nahkampfwaffe. Kaiserlicher Schnurrbart. Runde Backen. Hohes Tier. Todesursache, Stichwunde. Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Er hält etwas fest. Eine Silberkette, gerissen. Er hat sie jemandem abgerissen. Scheiße. Halt! Eine Puppe und kleine Fußabdrücke. Kleine, ich will dir helfen. Zum einen Fenster rein, zum anderen wieder raus. Clever. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Aha, da ist sie. Keine Angst. Ich tu dir nichts. Nur die Ruhe. Ich will nur mit dir reden. Lass mich! Mörder! Du Mörder! Wieso ich Mörder? Nein, falsch. Ich... Du hast Katzenaugen, genau wie er! Genau wie... Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat! Also doch ein Hexer. Zwei Schwerter auf dem Rücken. Ich sag dir gar nichts. Verschwinde. Gehört diese Puppe vielleicht dir? Ja. Hat sie einen Namen? Meister Sommersprotz. Hübsch. Kann ich ihn haben? Bitte? Meister Sommersproß würde mir unterwegs sowieso nicht viel nützen. Hier. Also, meinst du, du könntest mir erzählen, was hier passiert ist? Ich muss es wissen. Nein, unseren Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer. Sah dir ähnlich, aber... Seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber Onkel Sobemi war wütend über irgendwas. Sie haben sich angeschrien. Und dann sind sie in die Scheune. Und da... Ja.
Ich kann es mir denken. Sie muss das nicht sagen. Den Rest kann ich mir denken. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann ist er in die Richtung da verschwunden. Ich kann mir denken, wieso. Das hier habe ich im Heu gefunden. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr. Aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Bleib hier und sei still. Klar? Schön hier bleiben, Kleine. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. Der Steinkreis. Muss mich umsehen. Handabdruck. In Blut. Er hat sich die Hand auf die Wunde gedrückt, musste sich dann abstützen. Fußabdrücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Hexer gegen Hexer, hä? Wölfe. Verdammt, bist du hässlich. Verwundert. Naja. Es kommt mir zu Pass. Okay, hier ist er den Weg entlang. Ein Mithexer. Die Welt ist klein. Ja, bevor das hier ausartet und ich wieder... Ihr wisst schon. Voll auf die Fresse bekommen. Du hast was verloren. So weit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Am Arsch. Und? Was willst du hier noch? Dein Kopf. Erstmal reden, dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf, was war da los? Bitte, das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal! Ich habe keine Lust auf Ratespielchen. Ich dachte mir gleich, dass du ein Langweiler bist. 12. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen.
Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann, meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor, aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Ich bin drauf reingefallen, wie ein Kleinkind. Du hast sie bedroht, sie haben sich verteidigt. Der Nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Also hast du das ganze Dorf massakriert. Was hättest du denn gemacht? Wärst du zum Gemeinderat gelatscht, um eine Beschwerde einzureichen? Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. An Betrügereien, an Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ja. Ich habe also blank gezogen und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Das Mädchen, warum hast du sie leben lassen? Weil... Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede. Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war... bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit 10 Jahren tot. Altersschwäche. So, jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? In dem Dorf sind haufenweise Unschuldige gestorben. Das stimmt. Meine Schuld. Ich habe mich hinreißen lassen. Nicht zum ersten Mal, oder? Willst du mich töten, Wolf? Gut. Dann zieh. Meine Beichte schminkt dir ab. Nein. Kämpfe das wie ist ein gut. Mann. Wozu reden wir eigentlich? Warum? Ich gebe den Leuten die Chance zur Verteidigung. Du nicht. Wie zuvorkommend. Ein echter Verteidiger der Schwachen. Gestattest du mir eine Schwalbe? Komm schon, ich bin verletzt. Dann ist es etwas gerechter. Gut. Trink. Vielen Dank. Ein Hexer von Ehre. Man staunt. Und so hirnlos. Gleich hast du verschissen, mein Junge.
Moment. Ich hab noch mehr im Petto. Wo? Wo sind meine Bomben? So wird das nix. Möge die Erde leicht auf dir ruhen. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet. War es wenigstens ein gutes Schwert? Ja, yeah. Ha, ha, ha. Ja. Yeah. Große Igniglyphe. Und gleich mal reparieren. Nein, das reicht. Das hat sich gelohnt. Ja, solche Leute versauen den ganzen Berufsstand. Oh oh, das ist doch was. Nein. Da bist du! Ich dachte schon, dass du nicht wiederkommst. Doch, doch. Dass er dich auch tot gemacht hat. Nein. Mir geht's gut. Und er wird niemandem mehr was tun. Du bringst mich zu meiner Tante? Ja. Es ist abscheulich hier.
Sicher. Gehen wir. Meinst du, ich könnte vielleicht bei dir Huckepack? Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen. Dann rauf mit dir. Millie, was machst du denn hier, du kleines Luder? Ich? Also, im Dorf? Da ist keiner mehr. Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Oh je. Das arme Kind. Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Götter, was ist geschehen? Gesetzlose? Nein, es war ein anderer Hexer. Die Dörfler haben ihn provoziert. Es stimmt, was man von euch sagt. Ihr seid herzlose, grausame Mörder. Nicht alle. Er hat seine Strafe erhalten. Genug davon. Und jetzt? Meinst du, damit wär's getan? Und einfach vergessen? Nein, nicht vergessen. Man wird uns weiter fürchten und hassen. Wie üblich. Macht nichts. Um Frieden geht es ja nicht. Wirst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Was? Du nennst mich Mörder und gibst mir dann ein Kind mit? Du wirst dir schon den Magen füllen. Wenigstens das. Ich habe selber 4 Enkel. Eigentlich 6. 2 haben wir letzten Winter begraben. Von Rindensuppe lebt man eben nicht gut. Was zum... Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst... So viel? Mögen's die Götter dir vergelten, Meister Hexer, mit 1000-fachem Segen. Ich muss jetzt weiter. Schon? Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Vielleicht. Pass auf dich auf, Kleines. Millie! Komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen. Na, wie klingt das? Klingt das gut? Denk dran, Weib, wenn ich dich saufend erwische. Ja, sieht doch ganz gut aus. Habe ich noch Schatzsuchen offen? Wir meditieren kurz. Wie komme ich denn nach Kaer-Morh hin? Zeug unterweisen. Ich versuch das jetzt. Was guckst du so? Irgendwie bockt uns arme Leute nicht länger. Hygiene achten. Und ihr dürft nicht die
Guten Tag, der Herr. Was habt ihr zu verkaufen? Was? Ja. War das seine Begrüßung? Hast du Geld? Ja, ich hab welches, du nicht. Und jetzt? Nein, da wäre 5% Chance. Ach, was soll's, spielen wir eine Runde. Nur mal so zum Spaß. Ich will Karten spielen. Was ist das denn? Nehm ich. Lobob, weiß nicht. Schauen wir mal, was der gute Mann drauf hat. Gut. So, wenn ich die nächste Runde gewinne, habe ich ihn.
Autsch. Damit habe ich effektiv verloren. Wie komme ich denn nach Kaer-Mor hin?
Irgendwann komme ich da schon hin. Woher kommst du? Du machst ein Witzwerk. Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Du hast dein Weib gar nicht schlagen. Achso, da ist ein Schmied. Was denn? Zeig mir, was du anzubieten hast. Erstmal muss ich zerlegen. Beziehungsweise Verbesserungen entfernen, und zwar die hier. Ich will alles reparieren. Nein, das bringt mir alles nichts. Okay, damit handelst du nicht. Aber hiermit. Sehr schön, jetzt bist du erstmal pleite. Plus 12, aber. Nee, so. Nee. Nein. Bis dann. So, jetzt müssen wir das Schwert mal ausrüsten. Genau, wir haben gesagt, einmal Angriffskraft. 5% Chance auf Verbrennen.
Nehmen wir noch die Rüstungsdurchbohrung. So, da ist die Nilfgaarder Patrouille. Ich hab dich in Vysima gesehen. Finde ich toll. Mit der reden wir beim nächsten Mal und dann schauen wir mal, was wir Borde in Kleinweg haben.